Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Artlast. Hallo an die Leute, die gerade bei Twitch jetzt mir zugucken. Ich habe nämlich diese Folge nämlich auch live auf, deswegen wird es zwischendurch im Livestream immer mal eine kurze Unterbrechung geben, wenn ich dann die neue Folge anfange. Aber ich hoffe erstmal, dass das soweit alles ganz gut funktioniert und dass die Aufnahmen auch dann okay sind und so. Das ist das erste Mal, dass ich das probiere. Und ja, ich freue mich drauf. Und ich muss erstmal ein bisschen wieder in das Spiel reinkommen. Ich habe sehr lange nicht gespielt. Weil ich auch echt ein bisschen Schiss davor hatte, weil das Spiel dann am Ende ja doch ganz schön heftig war. Und bevor ich jetzt aber noch ewig hier rumlabere, fange ich einfach erstmal an. Und danke euch, dass ihr reingeschalten habt. Okay. Wieder erinnern. Konnte ich mich hinhocken? Okay. Also der Doktor ist noch auf der Suche nach uns. Ne, der hat mich jetzt aber nicht gesehen, oder? Bitte nicht. Fuck, er hat mich gesehen. Gut, das war's. Gleich immer gestorben am Anfang. Ich will nicht hingucken. Boah. Der ist so übel, dieser Typ. Reingehen und warten, bis der direkt weggelaufen ist und dann direkt dorthin und versuchen, das Ding aufzumachen. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich hoffe, es ist echt. Eine Batterie. Lol. Ja. Warte ich jetzt hier noch? Oder schaue ich doch mal nach? Wenn ich jetzt davor gehe, kommt er gleich um die Ecke. Wetten. Sehen aber auch nicht. Ach, das ist doch echt beschissen. Oh, scheiße, Mann. Ich muss ein bisschen Krach machen. In die Richtung laufen kommt und dann wieder weggeht.
komm schon. Geräusche. Ja, ich habe mir gedacht, ein Versuch muss. Ist schon mal wert. Der hört wahrscheinlich sich. Geräusch, wenn ich das schiebe. Der hört's nicht. Ich soll eigentlich dem Boot folgen. Ich benötige einen Schlüssel für diesen Aufzug. Der rennt ja doch bestimmt immer noch irgendwo rum, ey. Das ist schön. Leute, ey. Das Spiel macht mich alle. Können wir das jetzt nicht mal speichern oder so? So. Lass mich in Ruhe. Komm ich nicht durch? Will ich nicht. Ich will erstmal den Schlüssel finden. Doch, das hatte ich da auch schon probiert. Mein Scheiß. Muss ich hin? Ich muss nicht wieder zurück, oder? Nee. Nee, ich will da nicht wieder hin. Das muss doch echt nicht sein. Die andere Tür vielleicht? Nö. Ist zu. Komm ich aber auch nicht durch. Nee, gar nicht. Dann geht es wohl wieder ein Stück zurück. Jetzt bin ich wieder hier. Ach nee, oder? Nee, das will ich nicht. Ich will nicht wieder dahinter gehen müssen. Schon. Oh, buddy.
trying to do. Hat er mich gesehen? Er hat mich nicht gesehen, oder? Bitte, komm schon, dass er mich nicht gesehen hat. Wenigstens noch eine andere Ausweichmöglichkeit, außer da hinten in die Ecke zum Bett, nämlich hier hoch. Das ist ganz gut, da bin ich erstmal safe, glaube ich. Wenn ich wegrennen muss, aber. Ohne Scheiß, Leute, ich muss wahrscheinlich echt wieder zurückgehen und dort noch irgendwie den Schlüssel einsammeln. Und hier läuft ja echt Patrouille rum, ey. Was soll ich denn machen? Das ist so saulaut. Kann ich nicht einfach den Schlüssel haben? Gibt's für das Spiel nicht Cheats? Kommt er jetzt gleich um die Ecke wieder, ha? Hinten ist er. Genau. Kommt er wieder vorbei. Nette Kollege. Soll ich dort vorbeikommen, Leute? Sagt's mir. Ich weiß es nicht. Der läuft ja auch immer permanent auf diesem Gang rum. Das heißt, ich kann ihn ja so gar nicht einfach an dem vorbeilaufen oder so. Hat er mich gesehen? Oh fuck! Mann, die Kackmusik! Lauf schneller, du Arsch! Lauf schneller, du Arsch! Spring, spring! Da! Oh, oh, oh! Mein Gott! Nächstes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, hole ich mir eine Windel dazu, ey. Hockt er jetzt noch da unten irgendwo? Ich habe auch Angst, dass ich jetzt dazu nah rangehe und dann der automatisch runterhüpft. Und da ist er wieder. Ich weiß auch nicht, wie weit er da hinten um die Ecke rumläuft, sonst könnte ich jetzt schnell runterspringen. Nee, er läuft da nicht um die Ecke rum. Wie soll ich an dem vorbeikommen? Habt ihr eine Idee? Gerade jemand im Livestream drin ist. Ich kann ihn gerade nicht sehen. Wenn der denn überhaupt funktioniert, das muss ich auch gleich mal auschecken. Oh, hey, Halleluja. Mann.
Netzwerk! Oh Gott! Oh. Ah. Mann! Vielleicht muss ich den echt irgendwie dahinter locken. In die falsche Richtung. Der sieht mich doch ja auch jedes Mal gleich. Der geht ja auch nicht von dem Gang runter. Ja, Leute, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich brauche echt mal kurz eine Pause, ey. Ich komme hier nicht weiter. Ich weiß nicht wie. Es ist unmöglich, an dem dort vorbei durch den Gang zu kommen, wenn er da immer rumrennt. In der anderen Richtung habe ich ja geguckt, da ist einfach nichts mehr. Gleich um die Ecke. Von auf das Bett drauf und hoch dort. Ich trau mich hier nicht mehr runter, ey. Ich hab ihn doch gerade hier gesehen. Da, ja. Gib mir jetzt was. Fuck, jetzt ist die Tür natürlich zu! Leck mich doch fett! Hat er mich gesehen? Hat mich nicht gesehen. Okay, es gibt doch noch ein bisschen Action, Leute. Mit dieser kranken Schere, ey, wo mir die Finger abgeschnitten hat, hey, damit. Nobody likes a quitter. Ja, da sieht man den Finger hier, den Stummel. Ich sehe aber leider nicht, wenn er jetzt da rausgeht. Das ist natürlich echt ein blödes Bett, was ich mir jetzt ausgewählt habe. Steht der da noch irgendwo? Das Klimpern ist von dem da. Die Frage ist ja auch, wo kriege ich den Schlüssel her? Versteck dich doch mal. Ich den Schlüssel her für den Aufzug. Hallo, das sagt's mir. Nicht so laut. Okay, das ist
einfach nur ein Versteck. Geh ich mal von aus. Das ist ganz schön eklig. So. Leute, das war spannend. Aber ich mache jetzt hier den Cut. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und ja, wie gesagt, ich mache das gerade live auf Twitch. Ich hoffe, dass es da alles zu sehen ist und dass mit der Aufnahme alles passt. Ansonsten wäre das echt schade. Wenn ihr Bock habt, weiter zu gucken, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.